bei Gewinner TV. Zur heutigen zweiten Ausgabe der Wochenschau möchten wir euch wieder über die aktuellen Entwicklungen in Nepal informieren und unseren Aktionskreis in Stuttgart vorstellen. Hier noch ein Veranstaltungshinweis. Heute Abend werden Corny und Simon First im Hobel in Aalen spielen. Schaut euch das Konzert an. Die sind wunderbar. Spielen auch nächste Woche als Vorband bei dem Crow-Konzert in Aalen. Die Einnahmen werden zugunsten von Govinda gespendet. Nun schalten wir rüber zu Rocco, der euch über Nepal erzählt. Namaste, liebe Freunde. Leider kommt Nepal nicht zur Ruhe. Mehr als 14 Nachbeben mit der Stärke 4 oder mehr haben letzte Woche allein stattgefunden. Der Monsun ist im Land eingetroffen und zieht gegen Westen. Erdrutsche finden mehrfach statt und haben mehr als 160 Haushalte bereits zerstört. Die Menschen in Nepal leiden seit mehr als 8 Wochen. Leider reicht die internationale Hilfe weiterhin nicht aus. Das Funding der UN über ihren Appell beträgt gerade einmal 31%. Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass unsere Shangri-La International School, die wir 2002 aufgebaut haben, ihre Schulergebnisse gestern mitgeteilt hat. 50 Schülerinnen haben das Staatsexamen bestanden. Die Schulabschlussquote liegt auch dieses Jahr bei 100%, während sie national leider bei nur 47% liegt. Das Besondere ist, dass diese Kinder unsere Schule seit dem Kindergartenalter besuchen und dass 17 der 50 Schüler mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Das sind besondere Momente, die wir erleben können. Die Schule ist damit die beste im Chabarang-Gebiet. Und das Thema Bildung ist ein Riesenproblemfeld in Nepal, da wir darüber reden, dass 1,5 Millionen Kinder kein Schuldach über dem Kopf haben. 1% der Gelder sind bisher im Bildungsbereich angekommen, die notwendig wären, um alle Kinder mit Schulbildung zu versorgen. Bildung und Ausbildung sind ein Schwerpunkt seit der Gründung unseres Vereins. Wir verfügen hier über weitreichende Kompetenzen, haben mehr als 12 Schulen bisher im ganzen Land aufgebaut und werden in Makwanpur, im Bereich, wo unsere Jugendorganisation Shangri-La Development Association arbeitet, nun 2 temporäre Lernsysteme aufbauen, da die Schulen dort vom Erdbeben ebenfalls betroffen sind, sowie 2 weitere Schulen mit dem Bau von Klassenzimmern unterstützen. Die Alphabetisierungsrate in diesen Distrikten beträgt 15%. Unser Wiederaufbauteam leistet tolle Arbeit. Neben den Meetings mit internationalen Experten, den Ausarbeitungen, sind Angestellte sowohl in Lalitpur als auch in Makwanpur unterwegs. In Makwanpur geht es darum, 3 Zelte aufzubauen, um hier Notunterkünfte für die Menschen, die von heftigen Regenfällen und von Stürmen betroffen sind, anzubieten. Sie werden zusätzlich geschult, sich wieder eine neue Notunterkunft, eine verbesserte Notunterkunft aufzubauen, erhalten hierfür auch Materialien. Zudem steht Essen und Medizin für sie bereit. Trainings im Wasser-, Sanitär- und Hygienebereich werden stattfinden. Und wir werden ab August den Wiederaufbau der Häuser bereits durch konkrete Trainings in Gruppen beginnen. In Lalitpur haben wir ebenfalls den Platz für das Nothilfezentrum festlegen können. Er liegt im VDC Champi, dem Dorf Sanagaon. Es ist eine der am meisten betroffenen Gemeinden in dieser Region, eine Tamang-Gemeinde, und wir werden hier 2 Zelte aufbauen. Im Shangri-La Waisenhaus versuchen wir weiterhin, trotz der schwierigen Umstände, Routinen herzustellen. Psychologen sind weiterhin eng in der Zusammenarbeit mit dem Team tätig. Jetzt möchten wir euch eine tolle Aktion vorstellen, die in Stuttgart, in Wolfschlugen, in einer Bäckerei läuft, die vom Aktionskreis in Stuttgart organisiert wurde. Wir möchten uns für die teilweise nicht optimale Tonqualität entschuldigen. Viel Spaß! Ich hätte gern ein Vollkornbrot. Da hätte ich zum Beispiel gerade das Govinda, Vollkornschrot, 50 Dinkel, 50 Gerstenschrot. Und bei Kauf dieses Brotes spendet sie gleichzeitig an dieses Govinda-Projekt. Ah ja, schön, stimmt, das habe ich vorne gelesen. Das ist gut, ja, das nicht. Ja, Benjamin, du verkaufst jetzt seit einiger Zeit das Govinda-Brot. Was hat dich dazu bewegt, das Brot anzubieten? Ja, in erster Linie warst du, und jetzt auch
Und nachdem es auch das Erdbeben gegeben hat in Nepal, war das so verpflichtend, wieder anzuhelfen. Konnten wir auch eine Werbeaktion groß machen. Und so bin ich schon bei den Auf jeden Fall. Hallo, wir sind der Aktionskreis Stuttgart. Wir treffen uns alle ein bis zwei Monate einmal. Zusammen sind wir etwa 10 Leute, die verschiedene Aktionen organisieren und Aktionen planen, um Spendengelder und Informationen über Govinda zu verteilen.